Da ist jetzt gerade noch jemand im Ring umgefallen. Gucken wir mal nach. Ne, das ist nur Hühnchen. Legions Vexillarius. Jetzt schon spät? Ja, Tatsache. Otto? Was machst das du ist da? Ein Kind. Ja, was gibt's? Halt. Greifen die uns sofort an? Ich denke mal, weil wir Boon mit dabei haben, würden die uns sofort angreifen, ne? Auf jeden Fall sind sie da unten jetzt wieder respawned. Das sah nicht aus, als hätte ich getroffen. Das sieht aus, als hätte ich getroffen. Ich brauche halt wirklich einen Hitmarker, ansonsten habe ich keine Ahnung. Hättest du vielleicht nicht zur Legion gehen sollen? Das hier ist ein Kriegslager, direkt an der Grenze zum Feind. Oh nein! Oh nein! Rexy geht natürlich schon wieder voll in die... Ne, voll rein. Wenn sich die RNK nicht mehr um Caesar kümmern muss, sollte sie sich mal darum kümmern, dass es den normalen Leuten hier besser geht. Wenn sie dafür die Ressourcen haben, werden sie das vielleicht sogar machen. Wenn auch nicht so sehr, wie sie es eigentlich machen sollten. Ja, die RNK hat ihre eigenen Probleme, aber ich glaube, wenn ich mir das hier so ansehe, ich bin mir relativ sicher, dass die meisten es unter der RNK trotzdem noch ein bisschen besser haben. Man gar nicht mehr gucken, was ist von wem bei den ganzen Leichenteilen hier. Ist immer etwas schwierig herauszufinden. Aber wir haben eine Menge zu looten. Das ist immer schön. Und es wird schon dunkel. Schätze, das hätten wir. Vergeltung! Oh, ist ja noch einer. Santa Mars. Nee, ich versuch mal. Ich glaube, ich habe gerade Rex getroffen, oder? Das war's wohl. Alles klar. Dann sind wir hier durch.
Können wir mit ihm reden? Caesar ist tot. Ich wette, das hätte er sich nicht träumen lassen, als er heute früh seinen Kaffee schlürfte. Trotzdem, die Legion hält das nicht auf. Macht sie vielleicht nicht mal langsamer. Warum würde das die Legion nicht aufhalten? Trotzdem ein ziemlich gutes Gefühl, was? Das bedeutet nur, dass wir noch mehr Arbeit vor uns haben. Oh, ich nehme mal das hier. Ja. Netten Stunt haben wir da abgezogen. Egal, was jetzt passiert. Wir haben das Arschloch platt gemacht, mitten in seiner Festung. Sollte dem Rest von denen zu denken geben. Dürfen wir das jetzt fragen? Sie müssen mal Peter Springs gewesen sein. Was ist dort passiert? Es gab einen Kommunikationsfehler. Da steckt doch sicher mehr dahinter. Nicht so viel, wie Sie denken. Wir taten das, weswegen wir gekommen waren. Eine Menge Leute wurden getötet. So ist der Krieg. Rückblickend würde man vielleicht was anders machen. Aber so läuft das nicht. Draußen im Feld, wenn man da zögert, dann ist man tot. Oder jemand, der einem was bedeutet. Das kriegt man vom ersten Tag an eingebläut. Eine willenlose Drohne zu sein, ist genauso gefährlich. Man muss für sich selbst denken. Das stimmt, man kann nicht hinterfragen, was man da draußen macht. Hört sich an, als hätten sie Gewissensbisse. Also ich kann nachvollziehen, warum man so denkt. Also, ne, wenn man zögert, ist man tot. Und leider führt das dann halt auch... Also es ist ein gutes Thema, was hier angeschnitten wird. Kommunikationsfehler, wenn man zögert, ist man tot. Also, ne, da kamen dann so viele Sachen aufeinander. Naja, hört sich an, als hätten sie Gewissensbisse. Nach einem Einsatz geht man nie ohne Gewissensbisse nach Hause. Besser, man denkt erst gar nicht darüber nach. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass Sie mir erzählen, was mit Ihrer Frau passiert ist. Ich verstehe nicht, was das bringen soll. Sie ist tot. Je besser wir miteinander verstehen, desto effektiver werden wir sein. Ich möchte es einfach wissen. Na schön. Woher ich weiß, dass sie tot ist? Ganz einfach. Sie... Ich habe sie aufgespürt. Südosten. Beim Fluss. Waren dabei, sie zu verschachern. Hab es durchs Zielfernrohr gesehen. Alles voller Legionssoldaten. Hunderte davon. Verlangten Sachen, zu denen kein Mann das Recht hat. Ich hatte bloß mein Gewehr. War allein. Gegen die alle dort und da... Habe ich geschossen. Oh. Das war eine schwere Entscheidung. Sie hätten versuchen sollen, sie zu retten, auch wenn es sie das Leben gekostet hätte. Nee, also... Wenn er sagte, dass da Hunderte wären, selbst wenn es nur Dutzende gewesen wären, er alleine hätte natürlich wahrscheinlich einige ausschalten können. Er hatte das Überraschungsmoment, so wie sich das angehört hat, und ein Scharfschützengewehr. Aber wie viele hätte er ausschalten können, bevor sie bei ihm angekommen wären und ihn klein gehackt hätten? Und dann wäre er tot und seine Frau wäre dann trotzdem noch verschachert worden. Vielleicht, wenn sie herausgefunden hätten, dass das sein Mann, dass das ihr Mann ist, hätten sie vielleicht nochmal etwas... leicht Schlimmeres oder mehr Schlimmeres mit ihr angestellt. Also nee, sie hat nicht das Recht, diese Entscheidung zu treffen. Das Recht vielleicht nicht, aber der Einzige, der gerade eine Entscheidung treffen konnte in der Situation, bevor es zu spät war, weil wenn sie dann erstmal weg ist, ist das Schicksal auch aus seiner Hand raus. Also nee, das war ein besseres Schicksal für sie als ein Leben als Sklavin der Legion. Vor allem, wenn ich gehört habe, was... Sklavinnen so passiert. Also, ja. Ja. Was die mit Frauen machen, das ist schlimmer als der Tod. Ich hatte keine andere Wahl. Es war irgendwie, als hätte man mich gezwungen, etwas mit anzusehen, das ich nicht aufhalten konnte. Das nahm alles von Anfang an seinen festgelegten Lauf. Gibt nichts, was ich tun kann. Bloß abwarten und zusehen, wie alles mit mir passiert. Sie erzählen das, als ob der Tod ihrer Frau unvermeidlich gewesen wäre.
Irgendwas musste passieren. Hätte ich Carla nicht getroffen, wäre es was anderes gewesen. Ich hätte mich nie mit ihr einlassen dürfen. Ich ziehe Böses an. Sie bleiben besser auch auf Abstand. Warum glauben Sie, dass Sie Böses anziehen? Ausgleichende Gerechtigkeit. Sie wollen es mir nicht erzählen? Nein. Tut mir leid. Sind Sie wegen Bitter Springs der Meinung, dass Sie Böses anziehen? Früher oder später straft einen das Leben für die Fehler, die man macht. Wenn ein Fehler groß genug ist, kann die Strafe eine Weile dauern. Meine ist noch nicht vorbei. So funktioniert das Leben nicht. Sie hatten einfach nur Pech. Warum machen Sie sich Sorgen deswegen, wenn man es... Deswegen, wenn man es nicht beeinflussen kann? Ja, es wäre schön, wenn sowas wie Karma existieren würde. Ich will mir hier kein zu großes Fass aufmachen, aber... Ich sag mal so, einigen Leuten, denen ruhig etwas Schlimmes passieren könnte... Denn passiert es nicht und einigen guten Leute passiert viel zu viel. Also es ist leider einfach nur Pech. Und selbst wenn es sowas wie Karma geben würde, dann, ne, wenn man es eh nicht beeinflussen kann, also das stimmt auch irgendwie wieder. Wenn man eh keinen Einfluss darauf hat, warum sich also Sorgen machen? Ich meine, natürlich ist es leichter gesagt als getan. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich mache mir auch immer über alles viel zu viel Sorgen, ob ich da einen Einfluss drauf habe oder nicht. Also muss ich mir auch immer wieder einreden, dass ich mir da eigentlich keine Gedanken drum verschwenden muss, wenn ich es eh nicht ändern kann. Wenn ich eh Sachen nicht ändern kann, also... Ja. Aber ich mach mal das hier, so funktioniert das Leben nicht. Sie hatten einfach nur Pech. Und eine Menge davon, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das sagen die in den Casinos auch immer. Weil sie dich nur so dazu kriegen, weiterzuspielen. Wenn die Leute die Wahrheit wüssten, dass da irgendwas lauert. Darauf wartet, dir alles abzuknöpfen. Etwas, das niemals verliert. Doch, es ist so. Hockt da und lauert, dass ich wieder einsteige. Nee, wenn man hinfällt, muss man wieder aufstehen. Man kann sich nicht vom Leben niederschlagen lassen. Egal, was man denkt, egal, wie viel man durchgemacht hat. Wenn man aufgibt, hat das Leben gewonnen. Dann hat all das gewonnen, was einen versucht hat, niederzuschlagen. Weil man dann wirklich am Boden bleibt. Man muss wieder aufstehen. Man muss weiterkämpfen. Woher wissen Sie, dass Ihre Bestrafung noch nicht vorbei ist? Weil ich immer noch lebe. Denken Sie viel über Bitter Springs nach? Ja. Ständig. Sogar im Schlaf. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie noch einmal dorthin gehen würden. Glaube ich kaum. Das würde nichts ändern. Und ich will die Erinnerung daran auch gar nicht auffrischen. Haben wir noch nicht genug Punkte, um weiterzumachen? Ach. Yep. Hey. Ah, Gott sei Dank. Ich hab nochmal drüber nachgedacht, was Sie gesagt haben. Vielleicht haben Sie ja recht. Vielleicht sollte ich nach Bitter Springs gehen. Ich weiß nicht, was ich dort zu finden hoffe. Was hat Ihre Meinung geändert? Obwohl, will ich das wissen? Nicht, dass er sie nochmal ändert. Alter, man kann wirklich das Arschloch spielen. Aber gut, dass es die Option gibt, aber ich werde sowas nie klicken. Das könnte ich mir nicht übers Herz bringen. Ich habe einmal versucht, einen bösen Charakter zu spielen. Ich habe es 10 Minuten geschafft. In einem anderen Spiel allerdings. Dann habe ich nochmal von vorne angefangen und gespielt wie immer. was hat Ihre Meinung geändert? Nichts. Träume. Bin es einfach leid, darüber nachzudenken. Okay, dann werden wir da auf jeden Fall Halt machen. Hoffentlich ist das kein Fehler. Yep. Ich weiß, was du in Bitter Springs getan hast. Ist das eine Anekdote auf Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast? Oder war es letzten Sommer? Wie hieß der Horrorfilm nochmal? Müsste der letzte Sommer gewesen sein, ne? Oder? Boah, ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher. Ich habe gerade nur die Scary Movie-Variante davon im Kopf. Wo Ghostface da steht, Cindy bekommt dann, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann denkt sie natürlich erstmal über die romantische Szene nach. Dann kommt wieder ein Zettel auf ihrem Tisch und... Nein, das andere, du Schlampe.
Und das ist super. Und dann steht sie da vom Fenster, guckt weg. Dann steht Ghostface natürlich da direkt neben dem Baum vom Fenster. Sie erschreckt sich, guckt weg. Ghostface rennt dann natürlich ganz schnell hinter den Baum. Sie guckt wieder und, oh nein, der Mörder ist verschwunden. Es ist, Gott, jetzt habe ich wieder Bock, mir Scary Movie anzugucken. Ich liebe solche Klamauk-Filme. Die nackte Kanone, auch super. Wie hieß er nochmal? Die andere, der... Ah, Austin Powers. Auch gut. Gott, ich liebe diese Klamauk-Filme, die einfach nur saudoof sind. Dieser Humor ist einfach genial. Genau, da müssen wir hin. Und da gehen wir jetzt mal hin und sie... mit Feinde? Wo sind denn hier Feinde? Was? Wo zum Teufel sollen hier Feinde sein? Oder weil wir in einem Lager sind, das als feindlich gekennzeichnet wird. Übrigens, was ich vor ein paar Episoden gesagt habe, da vorne, sowas meinte ich mit Lagerhaus oder mit Generator. Danach habe ich gesucht. Deswegen habe ich den kleinen Generator in Sloan komplett übersehen. Wenn man hier reingeht... Nee, doch nicht. Wo war denn nochmal diese große Maschine? Aber auf jeden Fall, dass hier dann halt so ein großes Ding steht. So, jetzt. Dann warten wir wieder, bis es hell ist. Das reicht. Und dann wollen wir mal nach Bidder Springs, wa? Ein paar alte Wunden aufreißen. Mal gucken, wann er was sagt. Das ist es. Wir wurden vom Camp Golf hergeschickt, auf der Suche nach ein paar Kahnen. Hatten Ärger gemacht in einer unserer Siedlungen. Einer der Siedler hatte wohl Beziehungen. Denn wir sind mit allen Mann angerückt, dachten, das wäre ein Bandenversteck, aber... Die wohnten da. An dem Kamm an der Südseite. Am Coyote Tail Ridge. Da sind wir in Stellung gegangen. Ja, ich gucke hier gerade erstmal, wie das hier überhaupt aussieht. Ah. Wenn ich sowas mitnehmen darf, dann gern. Man munkelt, die Unholde wären besiegt, aber ich bleibe mal lieber dicht bei der Armee. Nur so zur Sicherheit. A good Ranger. Sieht so aus, als ob auch die Legion ihre Elitekrieger in dieses Gebiet verlegt hat. Ein paar von denen haben wir eben platt gemacht. Die Vertreterwoche. Ich bin müde. Ja, ist ja gut. NCR Camp Regulations. Sundown Curfew, also, Curfew. Gott, ich weiß, was es ist, aber ich finde das deutsche Wort dazu wieder nicht. Ausgangssperre. Bei Sonnenuntergang. No squatting within view of camp. Squatting ist doch, glaube ich, wenn Leute Häuser beziehen, die ihnen nicht gehören. Also ich denke mal, wenn sich hier Leute einfach irgendwo niederlassen, anstatt was zugewiesen zu bekommen, würde ich sagen. Keep your food, water and pets away from camp supplies. No mixing. Okay. Also die eigenen Sachen, vor allem natürlich auch die eigenen Tiere, weg von den Camp-Sachen halten. Vorräten, von den Camp-Vorräten. Claimants seeking property of... What?
Claimants seeking property of kin. Bring Quartermaster details plus a witness. Was? Was war Kin auch mal? Verwandter? Also wenn es irgendwelche Streitigkeiten gibt um Eigentum, muss man irgendwie einen Zeugen mitbringen und das halt beim Quartiermeister was vorlegen. Bin mir nicht ganz sicher. Triage Decision appeals no longer accepted. Triage ist ja, wenn man gerade zu Kriegszeiten, wenn man zum Beispiel zu viele Verwundete hat, die man nicht alle behandeln kann, weil man entweder zu wenig Ressourcen hat, zu wenig Mannstärke, dann wird halt geguckt, bei wem lohnt es sich noch, wer hat noch Chancen durchzukommen und wer ist so stark verletzt, dass man einfach, ne, dass es sich halt Ressourcen und Mannstärke darauf zu verwenden wäre oder könnte eine Verschwendung sein, so hart es auch klingt. Nur, das ist halt daher gekommen, wenn man noch jemanden hat, den man definitiv retten kann, dann tut man das lieber bei begrenzten Ressourcen und Mannstärke. Ne? Ich möchte es gerade hier nochmal die ganze Zeit erwähnen, dass das halt in Ausnahmesituationen ist oder in Kriegssituationen. Dann lieber jemanden, den man definitiv retten kann, als jemanden, wo die Chance halt sehr niedrig ist. Und no firearms use, also keine Waffen. Und das über einem alten Khan-Logo. Deke, oder wie auch immer. Da oben ist noch was. Wir gehen erstmal nicht hier rein.